Ja, moin, moin, hier ist wieder die Axt im Walde. Und das ist hier nicht gleich auf den ersten Blick zu erkennen. Es geht um Stranded Deep, ausnahmsweise mal nicht um The Forest. Und zwar nicht um den stabilen Entwicklungszweig, sondern, wie links unten gut zu erkennen ist, um die Version 0.05.E1. Die experimentelle Version von Stranded Deep. Die Entwickler machen das ganz gern, ja, dass quasi hier Beta im Steam Client und dort wird mal erst ausprobiert, wie kommt das an, was die Entwickler hier neu reinpappen möchten in das Spiel, wie sieht das aus, wie verhält sich das und vor allem, wie läuft denn das auf den verschiedensten Systemkonfigurationen quer durch die Bank? Warum ich euch diesmal wieder Stranded Deep zeigen möchte, hat eigentlich einen guten Grund, einen guten Grund, wozu ich erstmal erwähnen möchte, es gab hier ein Upgrade auf die Unity 5 Engine. Ja, nette Sache, das lief nicht so ganz gut. An für sich, ja, doch, aber ausgesehen hat das, ja, sagen wir einfach mal, schieß mich tot, ja. Und die haben jetzt hier einen eigenen Entwickler angestellt. Ja, vor etwas Zeit, der sich nur um das Wasser, um das Meereswasser kümmert. Und die haben zusätzlich jetzt eine Engine drin, die nennt sich hier Cito. Ich habe rein aus Interesse, habe ich wieder mal umgestellt auf dem experimentellen Entwicklungszweig und mir gedacht, nee, komm, guck mal rein. Ja, gucken. Und ganz ehrlich, gucken wir. Sind wir uns mal ganz ehrlich hier, ja? Fische gibt es in dieser Version gar nicht. Ich habe auch bisher noch keine Krabben gesehen. Aber atmosphärisch. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Entweder im Urlaub und das hier mittendrin. Oder ich bin definitiv tief gestrandet. Wir haben hier, ihr seht das, ja, nicht nur wahnsinnig geniale Reflexionseffekte drin, die hier absolut dynamisch ablaufen. Wir haben hier auch ein Wassersystem, das dir Hören und Sehen vergeht.
Ich weiß nicht, was das hier ist, aber das habe ich bisher in keinem Early Access Game bisher erlebt. AAA-Titles? Ja, ich sag mal, komm mal hier, komm. Ich meine, weißt du, wenn ich die Kohle habe, kaufe ich ein halbes Land auf. Ja, aber das ist nicht, wenn ich die Kohle habe. Hier ist tatsächlich Herz in der Entwicklung drin und nicht nur das. Definitives Engagement, das hinten und vorn ordentlich was drauf hat. Ja, es gibt auch ein paar Pflanzen hier neu. So komische, merkwürdige Pflanzen. Das eine ist hier der Baumfreund und ich weiß nicht, wie die halt alle zusammen heißen. Ja, neue Palmen, ja, die gibt's auch. Und ich sag mal, hier und da sind natürlich noch Fehler vorhanden. Ja, das heißt, paar kleine Steine hängen hier irgendwo ein bisschen in der Luft. Wir haben hier auch angeströmtes Holz hier vom Wasser. Das kann ich natürlich kaputt machen. Mit einem Messer, wenn es sein muss. Und ich bekomme hier Stöcke ohne Ende. Auch das Bausystem hat sich jetzt hier ein bisschen verändert, aber das alles nur zum Testen. Ja, wie gesagt, experimentelle Version. Es gibt auch keine Fische. Die Inseln. Die Inseln, so fress hier die halben Buchstaben weg. Die Inseln sind definitiv gut verändert worden in der Größe. Das heißt, die Inseln sind jetzt grundlegend von der Größe her ein bisschen spektakulärer unterwegs. Ihr seht hier auch eine von diesen Palmen, den neuen Palmen, ja, auch mit einem ganzen Haufen Gerümpel hier. Ja, das macht hier gute Atmosphäre. Ja, größere Inseln, dynamisch generierte oder wie die Entwickler gern mal sagen, hier prozedurale. Ja, was auch immer. Scheint hier irgendwie ein neues Modewort zu sein in Early Access Games. Prozedural. Ich kann das schon gar nicht mehr lesen. Ja. Aber auf jeden Fall gibt es hier auch die Möglichkeit, von den Entwicklern vorgefertigte Inseln zu beschreiten. Ja, riesen, wirklich riesengroße Felsansammlungen. Das ist, ich weiß nicht, ich weiß noch immer nicht, ob ich im Urlaub bin. Oder absolut allein hier irgendwo im Nirgendwo gestrandet. Ich finde das den reinen Wahnsinn. Das ist tatsächlich totale Atmosphäre. Na, wir laufen hier jetzt auch ein bisschen rum. Bisschen bekloppt in der Gegend rumlaufen. Wie gesagt, experimentelle Version, ja. Dann gucken wir auch mal kurz rein. In die Option. Ja, in die Option, Grafik, ja. Ihr seht das hier, bisschen hier und da was angepasst. Was hier? Texture Slow. Ja. Ja, hier ein bisschen, ja, aber auf keinen Fall, Bewegungsunschärfe. Ich hasse das Teil. Das sieht immer so hässlich aus. No. Und wir gucken uns hier ja, irgendwo muss so ein, ihr seht, das ist hier irgendwo abgetrennt, ne? Das beginnt hier nicht, oder das sagen wir mal so. Ja, das geht hier nicht direkt auf die Insel über. Das beginnt hier irgendwo auf so einer Art Grenze, wo dann auch das Wasser hier richtig zu pumpen beginnt. Und wenn ich mich hier hinstelle, hier ganz allein, bitte, bitte, lügt mir ins Gesicht von mir aus, auch in mein virtuelles Gesicht. Das ist doch hier der schiere Wahnsinn, oder? Habt ihr sowas schon mal im Early Access Game gesehen? Irgendwer von euch? Also ich noch nicht und mich beeindruckt das. No? No. Ich suche mir hier mal ein schönes Plätzchen aus. Dann können wir noch ein bisschen mehr gucken. Ja, ich bin hier komplett hier, weiß nicht. Ich hab's irgendwie so mit dem Wasser, ne? Wasser. Wässerchen. Ihr kennt das. Ja, hier hätten wir es fast gehabt, ne? Wie das hier überschwappt. Ja, über diesen Übergang da drüben.
Das ist hier wirklich beeindruckend. Man sieht auch teilweise, Elemente bauen sich erst in der Nähe auf. Ja, experimentelle Version. Ja, guck mal hier, wie das hier über und da blinkt das wieder ein bisschen. Ist auch Unity Engine Version 5.2. Ja, die letzte Ausgabe der Unity Engine, sagen die Entwickler. Hier, guckt euch bitte das mal an. Guckt euch hier das mit dem Stein an, bitte. Ich werde hier verrückt. Weißt du, und du stehst hier so und dann kommt hier diese Welle auf dich zu und du weißt nicht so, was ist jetzt hier los? Ich werde hier gleich weggeschwemmt. Ja, bitte, bitte, schwemm mich weg. Ganz ehrlich hier, ich habe das letzte Mal dieses Gefühl wie in diesem Spiel gehabt, da war ich tatsächlich im Urlaub. Irgendwo im gemütlichen Süden, ja, am Meer, weiß aber auch gar nicht mehr wo, ob das jetzt Italien, Griechenland oder was weiß ich war. Aber das war hier tatsächlich, als ich mich im Urlaub befand. Und das gleiche Dings bekommen wir jetzt hier. Ja. Damit das aber nicht ganz so eintönig wird, gucken wir uns noch ein bisschen was anderes an. Ja. Wie gesagt, experimentelle Version. Ja, ganz lustig, ganz nett. Auch schwebt hier der Schatten von unserem Messer irgendwo. Oh Mann, wirklich, ich komme da nicht mehr wirklich weg. Gut, ihr kennt vielleicht auch die Entwicklerkonsole. Ja, Tef Tools Guard. Gibt nicht nur einen Garden-Mode aus, sondern auch das gemütliche Fliegen. Wir fliegen jetzt auch hier ein bisschen rum und da gibt es diese sogenannten Billboards der Inseln. Das kann man hier lustig triggern, indem man wirklich nah ranfliegt. Ja, und blub, ist auf einmal die Insel hier. Ist auch ganz lustig, so euch mal zuzugucken. Experimentelle Version, immer ganz nett zwischendurch. Ja. Auch mal hier rein aus der Höhe beobachtet. Das ist schierer Wahnsinn. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, wirklich. Und da gibt es hier natürlich, ich sag mal, so Areale wie hier, ja, wo das tatsächlich absolut abgetrennt aussieht. Da möchte man meinen, oh Mann, was ist denn das für eine harte Kante hier? Ja, die einzigen Fische, die es hier gibt, sind dann noch die Haie. Ja, ich habe bisher auch nur einen Tigerhai gesehen. Und ja, ohne hier den God Mode, ich mach mir in die Hosen, ehrlich. Die sind nicht weniger bedrohlich, als sie das bisher waren im ersten Video, wo wir uns das ein bisschen angeguckt haben. Ja. Na, du Kleiner. Na? Na, ich tu dir nix. Zumindest diesmal nicht. Ja. So. Da vorne haben wir hier noch ein bisschen so ein Wrack rausstehen. Ne? Irgendwo im Nirgendwo, wie immer. Es hat sich hier auch nichts geändert. Ja. An Items, es gibt hier keine neuen. Da scheint ja gar nichts drin zu sein. Ja. Huste dich mal aus, mein Guter. Auf jeden Fall gibt's hier wirklich nichts Neues, was hier die Gegenstände betrifft. Ist alles noch beim Alten geblieben. Aber das Wasser ist schon ein gutes Stück. Es gibt auch wieder die, oder überhaupt mal, ne? Das, was hier in The Forest, das ich noch gut dran erinnern kann, ich denke mal, ich habe hier ein Video bei mir in der Playlist noch drin. Water Caustics, ja, Wasserspiegelung unterhalb, oberhalb. Stranded Deep hat das jetzt wieder drin. Das gab's hier in der Unity 4 Engine bereits. Nicht so schön wie in The Forest damals. Ich weiß nicht, 0.07 war das in The Forest, ich weiß nicht mehr. Da war das auch unter Wasser, ja. Da gab es nicht nur grundlegend Wasserspiegelung, sondern auch Unterwasserspiegelung. Stranded Deep hat das Unterwasser noch nicht so ganz drin. Aber guckt euch das bitte an. Das Wässerchen. Ja, ich kaufe mir hier jetzt einfach ein schönes
Wässerchen von Stranded Deep und ich bin gespannt, was die Jungs draus machen, auch wenn die hier seit Ewigkeiten, Januar um genau zu sein, nicht einmal auf irgendeine E-Mail von mir geantwortet haben. Ja. Mir ist das auch Wurst. Behaltet euch die E-Mails, ihr Entwickler, Fuzzis, ja, könnt ihr, weiß nicht, was damit machen, entwickelt wenigstens gutes Spiel. Und wenn ich mir das hier angucke, meine Güte, bitte, leiht den Entwickler aus an die Kollegen von The Forest. Die Sito Wasser Engine, all thumbs up, ja, ich gebe hier beide Daumen drauf und ich sag mal, gucken, wann wir uns das nächste Mal wieder hören und wiedersehen zu Stranded Deep. Das war die Axt im Walle. Ich sag mal, tschüss.